Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge im LS22 auf der polnischen Karte. Und ja, ihr seht, ich habe ein bisschen vorgespult. Es ist jetzt 6 Uhr in der Früh. Wir gehen wieder auf einfache Geschwindigkeit. Und ich habe die, ja, die Ballen haben wir, glaube ich, das letzte Mal sogar noch zusammen weggebracht. Genau, soweit der Stand der Dinge. Die Ballen sind alle runter vom Feld. Ich habe noch mal kurz geschaut. Bin nochmal das Feld abgelaufen, aber da war jetzt nichts mehr weiter drauf, also das passt. Ich merke gerade, mein Lenkrad ist schon wieder der Lenkwinkel nicht richtig eingestellt, das muss ich dann nochmal machen, aber das geht jetzt bis zur nächsten Folge auf jeden Fall. Da verstellt sich immer wieder der Drehbereich, also ich habe nur auf 360 Grad insgesamt. Aber ab und zu irgendwie beim Neustart dreht er das runter und dann sind es ja, weit unter 300 Grad. Und dann wird das Ganze schon sehr unruhig, würde ich jetzt mal so behaupten, beim Lenken, weil du sehr, sehr wenig Bewegung brauchst, um da schon einen krassen Lenkausschlag zu haben. So, genau, unsere Felder sind auf jeden Fall soweit, glaube ich, auch erntebereit. Jetzt ist, können wir dann schauen in den nächsten Folgen. Entweder wir gehen gleich wieder dreschen. Da geht halt jetzt nichts mit irgendwie Ballenpressen etc. Von dem her ist das ja relativ überschaubar. Aber wir könnten zum Beispiel unsere Felder gleich mal dreschen. Das wäre die eine Option. Oder wir bleiben jetzt erstmal bei der Alternative und düsen mal wieder mit dem Mähwerk los. Das wäre dann wieder Ballen. Also heißt, da wäre tatsächlich dann ein Teil Heuballen und ein Teil Silageballen. Das muss ich mir jetzt dann mal schnell überlegen, wie wir das am besten machen. Genau, die Mission habe ich abgeschlossen. Also das hat alles geklappt, die war zu 100% fertig, deswegen jetzt auch um die 130.000 Euro auf dem Konto. Also das hat alles super funktioniert. Da sind wir fein raus aus der Geschichte. Und wie gesagt, jetzt geht es dann eher darum, vorerst mal keine Mission, sondern erstmal unsere Sachen wieder zu schaffen. Was mich gerade ärgert. Ich dachte eigentlich, ich wäre da mit Ding mit Pflanzenschutz drüber gegangen. Aber irgendwie habe ich das wohl verballert, dass ich da mit Pflanzenschutz einmal drüber gehe. Das wäre natürlich naheliegend gewesen. Ja, super. Gut, dass der Hänger. Der Hänger hat echt einen Drehbereich. Das ist übel. Also so schmale Einfahrten sind mit dem Tandemhänger jetzt nicht so richtig geil. Jetzt geht's. Ja, weil der so doch einen ganz schön großen Bereich hat, bis der dann mal dreht. So. Gut, aber den können wir auf jeden Fall hier mal dabei stehen lassen. Den brauche ich jetzt so nicht mehr. Wir schauen uns das Thema jetzt dann mal hier kurz an. Genau. Der ist zur Hälfte geworden. Das heißt, der braucht auf jeden Fall noch einen Tag, dass er komplett gegoren ist. Wie gesagt, jetzt ist die Frage, entweder wir gehen einmal mähen. Das wäre jetzt so die nächste, ich schätze fast mal die nächsten zwei Folgen in etwa. Wären wir da auf jeden Fall beschäftigt damit. Das ist ganz sicher. So, warte mal. Nee, den stellen wir da drüben hin zur Schaufel. Den brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Oder vorerst mal nicht. Das wird, ja, wird wahrscheinlich nicht allzu lang dauern. Dann werden wir den doch wieder brauchen. Mal kurz hier umschalten. So, dann dich noch. Genau. Gut, das hätten wir soweit. Dann
Genau, der Axian steht immer noch drüben beim Händler. Der ist immer noch hier in Warteschleife quasi, was da so passiert bezüglich Teile holen. Beziehungsweise ich wollte ja eigentlich einen Frontlader und auch nochmal eine Ballengabel holen. Da müsste ich jetzt mal schauen, was ich dann da hole. So, aber ich glaube, wir statten den hier auf jeden Fall mal aus, dass wir jetzt Richtung Grasmähen etc. gehen. Und ja, ich versuche gerade so ein bisschen die Zeit zu überbrücken, dass Precision Farming kommt und wir dann erst mit der Aussaat beginnen, weil das würde ich tatsächlich gerne noch mit reinnehmen hier, dass wir dann aber gleich mit Precision Farming arbeiten und nicht jetzt irgendwie ja, so halbschaurig damit anfangen und dann ohne das arbeiten. Das möchte ich eigentlich nicht. So, einmal top vorbereitet. Nicht mal das Tablet habe ich eingeschalten. So, jetzt aber. Gut. Dann schauen wir nämlich mal, weil wir haben so ein paar Wiesen. Das ist jetzt gar nicht mal so wenig mittlerweile. Wir haben unsere zwei, die wir schon mal bearbeitet hatten. Aber wir haben jetzt hier auch noch die 108. Das Feld 108. Das ist jetzt dann gleich da rechts ums Eck. Und wir haben, glaube ich, noch mal relativ weit im Süden, Südosten drüben, haben wir noch mal ein Feld, was auch mitunter gar nicht mal so wenig Fläche, glaube ich, hat. Und da ist auch noch mal Gras drauf. Das muss ich mir glatt dann mal anschauen. So, einmal bitte senken. Dann fahren wir da mal ein Stückchen rein hier. Und dann wechseln. Na, so. Das. Genau, hier sind ein paar Flächen sogar. Also, das ist ja tatsächlich hier nicht nur diese eine Fläche, sondern da kommt ja sogar ein bisschen mehr dann unten rum noch. Ich glaube, wir haben hier insgesamt drei Felder. Wobei eins relativ klein ist, das ist wirklich nur so ein kleiner Streifen. Nichtsdestotrotz, diese ganzen Felder werden dann eins. Also das definitiv. Das wird ein Feld, das wird zusammengelegt, da kommt eine Frucht drauf und dann war's es. Dann muss ich hier noch schauen mit dem Biotop sozusagen, ob wir das stehen lassen oder ob wir da irgendwas draus machen. Ja, hier kann man jetzt eh. Genau, weil das ist nämlich hier dann das zweite Feld schon. Oder ein weiteres Feld so. Und genau, drüben die 104 ist dann auch noch. Wobei, das machen wir dann extra. Das machen wir in einem zweiten Schwung. Und eben neben dem Bach, neben dem kleinen Flüsschen da, ist ja dann die 63, die wir schon mal bearbeitet hatten. Also da kommt schon ein bisschen was jetzt zusammen. Das ist gar nicht mehr schlecht. Und wie gesagt, ein Teil davon machen wir auf jeden Fall als Heuballen. Ein Teil davon wird nochmal Silage. Einfach um nochmal ein bisschen Geld zu generieren. Und ja, dann sind wir hier good to go. Können das Ganze ganz gut. Ups. Das gut mitschleppen hier. So. Warte mal. Muss ich ja hier jetzt echt aufpassen, dass ich hier nicht mein eigenes Feld zusammenfahre. Das hat diesmal jetzt kein NPC-Feld, sondern das sind ja unsere Felder nebendran. War tatsächlich gerade mal ein bisschen Vorsicht walten lassen. War das noch so weit, dass. Gerade noch so, ha? Gerade noch so, bevor wir in der Frucht drin stehen. So. Dann einmal wieder runter. Unten, ja. Unten ist es perfekt. So. Genau. Dann geht es hier auch schon wieder schön rund.
Dann schauen wir mal vielleicht, dass wir es wieder so zügig wie das letzte Mal die Ballen aufgeladen bekommen. Das wäre natürlich geil. Da wäre ich schon so ein bisschen froh drum, wenn das so einfach ginge. Oder wieder ginge. Wie schaut das vorne nicht ausgehoben aus, kann es sein? Ja, ist auch so. Okay. Einmal die Taste wohl nicht richtig erwischt im Sim-Dashboard. Aber es macht nichts. Kriegen wir hin. Hoppala. Ja, einmal vorm Sensor. Ne? Ja, und wie gesagt, also die Überlegung wäre natürlich, dass man jetzt einmal das Feld komplett mit Gras besät. Um dann eben diese Zwischenfrucht mehr oder weniger reinzubringen, dass quasi alles einmal in Stufe 1 gedüngt ist, ohne dass wir irgendwie einen Einsatz gehabt hätten. Das wäre tatsächlich eine Überlegung wert. Das hatte ich ja schon mal angesprochen, dass ich das eigentlich grundsätzlich gerne bei allen Feldern machen würde. Oder bei allem, wo dann ja, Getreide am Schluss drauf kommt. Das können wir hier dann theoretisch auch machen, dass wir das ganze Feld erstmal zu einem Grasfeld machen, zu einem großen. Und im Frühjahr noch einmal den ersten Schnitt machen und dann eben dementsprechend danach das Ganze nochmal umackern und eben die erste Getreide dann eben drauf zu pflanzen. Das funktioniert zeitlich eigentlich relativ gut. Dürfte hier auf der Karte sogar noch besser funktionieren, weil die andere Sä- und Aussaat- und Erntezeiten hat. Von dem her könnte das gar nicht mal so schlecht gehen. Aber das muss ich mir dann auch nochmal im Detail anschauen, beziehungsweise oder man probiert es einfach aus und ja, lässt sich überraschen sozusagen. Das wäre natürlich auch eine Option. Das muss ich mir mal angucken, wie wir das am besten machen. So, dann machen wir das hier. Mal kurz so. Genau. Diese halbe Bahn hier noch. Dann gehen wir auch schon auf die nächsten Felder. Achso, das wollte ich noch schauen. Ich glaube, wir haben unten diese 100. Boah, ich glaube 130 ist es. Wenn ich mich jetzt, oder 131, also ganz unten rechts, oder was heißt ganz unten eigentlich? Ganz unten in der Mitte haben wir ja noch drei Felder. Davon sind zwei auch Sorghumhirse. Und eins ist eine Graswiese, soweit ich mich jetzt erinnere. Und die müssen wir dann eben auch noch mähen. Ansonsten, was haben wir noch? Ja, 63, 62, das ist klar. Und ja, das war es dann aber auch. Also, ja, es ist relativ überschaubar. Wir kriegen das alles ganz gut hin, denke ich. Und relativ zügig dann auch abgehandelt. Jetzt weiß ich gerade nicht, ist da drüben auch nochmal ein Feldweg oder ist da keiner mehr? Ich würde nämlich ganz gerne erstmal die 104 noch machen. Da komme ich so gar nicht rüber, oder? Doch, da komme ich rüber. Da komme ich ja rüber. Sehr gut. Okay, das ist schon das nächste Feld. Also da geht nichts. Das passt aber. Dann gehen wir da mal zurück. Einmal das starten, bitte. So, so. Das hintere auf. Mal einschalten. Genau. Und dann ist das unsere zweite Wiese hier auf jeden Fall noch, die eben auch in diesen ganzen Feldverbund hier zusammengeht. Und ja, allein diese Ecken hier, das wird halt dann alles einmal Feld, also ein gesamtes Feld und nicht mehr hier drei verschiedene kleine Felder. Dann sollte das auch von der Bearbeitung her ein bisschen einfacher werden, weil du einfach anders durchziehen kannst sozusagen. Das ist ja, ist nicht zu unterschätzen. Ist hier mal ein bisschen anders. Schauen wir mal, dass wir hier
so wie so eine Wendetasche reinfahren. Dass ich nicht in meine Sorghum hier so unbedingt rein muss. Das wäre mir ganz recht. Aber trotzdem auch nicht so einen krassen Lenkwinkel fahren muss. Aber es ist eigentlich Kupfwegsprung. Ich kann am Schluss auch noch da einmal nochmal drüber gehen. Dann ist alles Stehengebliebene auch weg. Also das geht auf jeden Fall dann in irgendeiner Form. So. Genau, also wie hier einfach einmal nochmal drüber ziehen und gut ist. So, nochmal. So. Ja, das wird hier so ein bisschen Geeier. Ich glaube, das Feld hier machen wir auch als Silageballen. Und die anderen nehmen wir dann für die Heuballen her, weil es einfach leichter ist, mit dem Zetter zu fahren. Das sage ich euch, wie es ist. Da brauche ich nicht so viel rumkurbeln. Brauche nicht darauf achten, dass der auch nichts irgendwo dann über den Rand rausschmeißt, etc. pp. Also, ja. Einfacher. Uah. Genau. Sollte halt auch schauen, wo man hinfährt, ne? So. Dann noch einmal hier. Retoure. So. Hier runter. So, aber nichtsdestotrotz, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.